Komm, 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 komm. So, hier war leer. Okay, da kommen neue, okay. Weg. Weg. Ich sollte nicht auf diese komischen Vierecke klicken, solange noch welche im Raum sind. Also Litsche. Weg. Weg. Was? Da ist noch einer. Uff. Das ist bestimmt gute Erfahrungspunkte. Aber ich frage mich gerade, ob das ein Ende hat. Oder ob jetzt immer mehr kommen. Was auch nicht schlecht wäre. Dann könnten wir hier unendlich viel grinden, aber... Ich glaube, ich sollte erstmal ein bisschen... Also wenn die Welle jetzt durch ist... Erstmal ein bisschen die Umgebung angucken. So, weg mit euch. Oh, das ist noch mehr. So, ein Lichlord, der hält ein bisschen was aus, aber das passt. Gott. Überall Lichlords. Komm, einmal können wir es noch riskieren, das da zu machen. Nicht debuffen, bitte, nicht debuffen, bitte. Auge. Da ist irgendwo noch ein Lich zwischen den Wänden. Also unten dann wahrscheinlich, ja. Ja, gut. Debuff. Oder ist der hier der Nutzer? Hölle sind wir hier. Ah, okay, da ist der Litschraum. Die Feuerroute Blut will den Weg weisen. Aha! Jetzt haben wir den nächsten Teleporter freigeschaltet. Kommen wir jetzt unbeschadet. Schon wieder eine Sackgasse. Also die ganzen Sackgassen hier. Aber wie kommen wir jetzt unbeschadet wieder zu dem nächsten roten Teleporter? Beziehungsweise erstmal zu einer Stelle, wo wir schlafen könnten. Denn jetzt so mit so wenig Zauberpunkten in den roten Teleporter springen, ist, glaube ich, keine so gute Idee. So, ganz viele... Oh, schwarze Tränke. Moment mal. Du hast Platz hier. Zwei Oger bewachen die schwarzen Tränke. Weg mit euch. G3 Oger. Weg. So. Verjüngung. Ganz viele Verjüngungstränke. Die wir nicht wirklich brauchen. Weil wir haben eine Quelle der Verjüngung bei den Drachen. Weg. Ich würde gerne irgendwo schlafen können. Aber ich denke, hier in diesem äußeren Bereich, also von hier Richtung Westen, werden wir nicht schlafen können. Weil denn die Litsche oben und im großen Raum uns ärgern. Jetzt müssen wir einen Ausbruch wagen. Ali hops. So. Ha, ist das rote Ding. Kommen wir nicht hier irgendwie wieder raus? Doch, genau. Wow, Auge. Wo kommt ihr denn her? Lauf. So, hier können wir schlafen. Schlaf. Du, Stunde der Kraft. Du, Tag des Schutzes. Die zwei Augen. Lassen wir Augen sein. Ich will jetzt in die rote Glut springen. Genau, da. Karlik. Der Weg ist frei. Wo ist der Weg frei? Was? Achso, jetzt können wir zwischen den Roten hin teleportieren. Das hilft mir jetzt aber gerade nicht so wirklich. Also da ist Weg frei. Da
kann ich jetzt nicht wieder zurück teleportieren. Das heißt, es geht jetzt hier weiter? Oder heißt das, dass da, wo wir eben waren, es weiter ging? Wir haben uns jetzt noch zurück teleportiert, um uns zu retten. Ich guck mal hinter der Burg hier. Da gab es linksrum auch noch ganz viele Augen. Vielleicht ist da ja noch ein Weg zu noch einer Burg oder so. Ich sehe ganz viele Müllhaufen. So, du. Weg. Ganz viele Augen. Wahnsinnsaugen, das sind die großen. Komm, mach weg, mach weg. Gut, sehr gut. Da, nächstes Auge. Auch fast geputscht. Und alle sind Gaga. So, wo? Da. Schreckliches Auge. Na komm. Sehr gut. Du heil bitte dein Irrsinn. Klick, klick. So, hier ist tierisch viel Müll. Berg sozusagen. Aber kein Secret. Ganz viele Augen. Okay, okay. Müll lassen wir in Ruhe. Ich husch mal so ein bisschen durch. Nur um zu sehen, ob es sich überhaupt lohnt, hier hinzugehen. Also hier ist schon mal ein Hochgang in die Burg. Aha. Und ein Eingang in die Burg. Yay, noch ein Raum voll mit Litschen. Sehr gut. Das wird nicht gut enden. Das wird absolut nicht gut enden. Oh, hier brummt irgendwas ganz laut. Warte mal, das Brummen kennen wir aus Burgkriegsbayer. Komm, komm, töte ein, zwei. Gucken, was hier brummt. So, einer kaputt. Zwei kaputt. Ist hier irgendwo ein Secret? Ja. Ach, einfach raus da. Einfach. Ich weiß es nicht. Buch des Wissens. Kartendecks, zwei Stück. Also ja, es ist ein Secret, aber es ist nicht das Secret, was ich gerne haben wollte. Ich hatte mir erhofft, dass der Kristall so ein Brummen macht. Dich kriegen wir noch kaputt. So, Zauberpunkte sind aus. Komm, Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf. Ja, den kriegen wir noch kaputt. Östlich von uns auf der Karte. Da sieht's wichtig aus. Da. Das heißt, wir laufen jetzt wieder zurück. Ganz schön weit zurück. Und schlafen dann da. Aber du hast doch bestimmt genug Punkte über für ein Stadtportal. Sehr schön. Viel besser. Hallo, Dimpel. War lang nicht hier, hä? So. Möge das Glück mit dir. Du, Stunde der Kraft, du bring uns bitte zurück nach Burg Dagmo. Hier wollen wir eigentlich gar nicht mehr sein, richtig? Ach, oh, warte mal, das ist derselbe Raum, wo wir eben waren. Das Feuer der Toten soll ewig brennen. Kein Schalter diesmal. Okay, komm, eins, zwei. Ah, doch, ist rot geworden. Lich King. Du bist eine Nummer härter, hm? Weg. Zauberstab. Oh, da ist. Du kommst mit. Da ist der Kristall.
ohne. Deswegen hat sie auch so gebrummt. Wow, das sind viele. Das sind sehr, sehr viele. Prismenfeuer. Oh. Du. Bringen uns hier ganz schnell raus. Brave. Alter Schwede. Das war. Repariert. Interessant. Repariert. Wo ist das Ding? Da. Speicherkristall Delta. Uff. Ups. Das wollte ich nicht. Das ist echt schwer mit so viel Macht. Man macht immer aus Versehen irgendwelche Leute tot. So. Fliegt bitte weg. Wir würden gern zu unserem Tempel und spenden und Buße tun. So. Alles wieder gut. So. Dann würden wir jetzt gerne zum Orakel und den Speicherkristall abgeben. Dazu müssen wir hier hin. Dann können wir auch gleich da einen neuen Sprungpunkt anlegen. So. Orakel von Enros. Jupp. Status Energie aus. Status Energie ein. Okay. Also genau, Wegpunkt da setzen und erst müssen wir jetzt herausfinden, in welchen der vier Räume das Ding überhaupt rein soll. Klicklicht an. Leuchtfeuer setzen hierhin. Wasser, Erde, Luft und Feuer. Was passt am besten zu Burg Darkmoor? Erde ist ein bisschen dunkler. Gucken wir mal. Jupp, plus 100.000 Erfahrung. Speichermodul wiederhergestellt. Sehr gut. Das müsste jetzt ordentlich Erfahrungspunkte gegeben haben. Können wir unten schon irgendwas machen? In dieser heimeligen Kammer. Hier ist nichts. Ich habe dich schon erwartet. Ne, lege die vier Speicherkristalle in den oben. Kristall von Terrax. Alamos, Kriegsbeier, Einsiedlerinsel. Ja, wir sind allerdings noch nicht fertig mit Burg Darkmoor. Da ist noch ein Buch drin, das wir brauchen. Oh, ganz viele Ringe. Ja, also jetzt kümmern wir uns erstmal ein, zwei Folgen wieder um unsere Helden. Und zwar sollen die gefälligst gucken, dass sie mit ihrer Ausrüstung wieder zurechtkommen. Also alles aussortieren, was wir erbeutet haben. Ein, zwei Sachen verzaubern. Die Verjüngungsaugen verticken. Und Stufenaufstiege. Ganz viele Stufenaufstiege. Hoffentlich. Du bring uns bitte nach Blackshire. Hier waren ja Trainer, die uns über 60 bringen konnten. Geschlossen. Die aber geschlossen haben. Wie wäre es? Okay. Okay. Oh, zwei Stufenaufstiege okay. Für jeden. Okay. Und der dritte ist echt nicht weit weg. Vor allem bei Gerogon nicht. Sehr gut. Also, Spiel des Schicksals. Es hängt von den Tagen ab. Probier einfach mal. Plus zwei Reaktionen permanent. Ist jetzt nicht so toll. Das heißt, wir machen jetzt nichts weiter. Und in einer Woche oder zwei probieren wir es im nächsten Deck und so lange, bis wir irgendeinen richtig guten Effekt bekommen. Und dann benutzen wir die restlichen Karten für denselben Effekt. Auch wenn wir nicht... Na doch, ein paar haben wir. Vier Stück. Dahin. Ich weiß nicht. So, Bücher. Armageddon. Wir hatten da viermal den Armageddon-Spruch in Darkmoor. Kann ich dir beim Suchen helfen? Hier, wir haben hier einen Spruch, den du unbedingt mal ausprobieren solltest. Oh, sie sollte gar nicht verkaufen. Sie sollte verkaufen. Zauberpunkte plus 24, das ist richtig gut. Ganzen Kälteresistenz, Resistenzdinger. Aha. War wohl nicht so toll. Plus 10 auf alle 7 Attribute, das ist gut. Wird behalten, wird verzaubert, wird verkauft.